Berg. An. Handwärts. Bergs. Wert. Meine Fresse. Anleitung für Elixier der Quantität. Okay. Damit kann man dauerhaft mehr Stims zur gleichen Zeit einnehmen. Okay. Ausdauer haben wir. Dauerhafter Mana-Trank. Dauerhaft die Aufnahmefähigkeit von Mana. Krass. Aber schön, dass du wieder streamen kannst. Ja, das freut mich auch. Das ist jetzt auch eigentlich nur ein Teststream, um zu gucken, ob das auch funktioniert. Ja, das ist halt der Punkt. Und es scheint momentan noch recht gut zu laufen, tatsächlich. Dauerhafter Heiltrank holen wir uns mal dazu. Dauerhafter Energiespeicher. Da ich ja zu den Dings möchte, Klerikern, brauche ich die Energiespeicher. Reines Elex, komm her. Meins. Heiltrank. Boah, okay, bin pleite. Nö. Zwei, fünf. Ah, warte mal. Zehn. Ja. Ja. Mach mal so. Guck mal, was wir noch verkaufen können. Ich glaube, der Ring des Outlaws kann weg. Ring der Härte brauche ich auch nicht wirklich. Weil ich habe einen Ring dabei, Ring des Schutzes, der gibt mir sämtliche Parade, beziehungsweise sämtlichen Schutz, jeweils 10. Ring der Macht, Stärke, maximale Ausdauer, kann weg. Ring der Beständigkeit, maximale Ausdauer. Frostresistenz, Giftresistenz, kann eigentlich auch weg. Ring der Härte. Amulett des Jägers, Kleriker, Amulett des Forschers, Schutzmaske. Mal gucken hier. Ich glaube, die ganzen Malertränke, die ich gefunden habe, die kann ich, glaube ich, dann auch eigentlich verkaufen. Ne? Brauchen wir ja dann eigentlich nicht mehr. Kaufen wir mal wieder ein paar Krallen. Ein paar Zähne. Ein paar Knochen. Elektroschrott und sowas. Lassen wir erstmal noch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, Olli. Das kannst du mir glauben. Dass es wieder funktioniert. Das kannst du mir glauben. So. Kippen kann ich auch wieder ein paar verkaufen. Oh, da sind wir wieder mit 10.000. Sehr schön. So passt das. Und das, obwohl wir wirklich schon einiges gekauft haben hier, alleine schon hierfür, für das Gebiet. Oh, wer bist du? Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit.
Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Bin voll brav, lieb und nett und so. Olli, du musst mir mal was sagen. Jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt's wieder. So. Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Big Daddy, dein Ernst? Nicht auf die Nerven rate ich dir. Wow. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Jawohl, Boss. Kappa. Geht das auch ein bisschen freundlicher? Oh, habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Du tust, was ich dir sage, oder du... Ibi! Meine Fresse, was ist denn los mit euch heute? Was ist denn, was geht denn bei euch ab? Danke für die Donation! Da, John. Dankeschön! Olli, wer ist denn am Shit da unten rechts? Wow, dein Ernst? John, du Phone, 15 Euro. Nicht mehr lange, John, tut mir leid. Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Meinst du? Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Kranke Veranstalter. Steck die Waffe. Du weißt, was gut für dich ist. Jetzt steht da was anderes, Ibi. Was willst du denn noch? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Es reicht jetzt. Konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, als uns gegenseitig aufzureiben. What the fuck? Sag mal, Leute! Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch echt nicht euer Ernst. Eine Bad Chibi-Kappa. Dankeschön, John! Wow! Ernsthaft? Leute! Mensch! Macht doch nicht sowas! Dankeschön auf jeden Fall! Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Zwei abdichten Schaden, der Ivy und John Elmer ohne Flachs. Die Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Amerikanern an die Front empfohlen. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du
Du meinst, du kriegst das hin? Hm. Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Aber danke, 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 Leute. Echt wirklich danke für euer super Support. Ohne Scheiß. Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws kämpft an meiner Seite. Ja, wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager. Aber meinetwegen. Genug hast Ganoven. Hast du noch jemanden? Hör auf mit dem Meister. John, lass das. Weiß, ich mag das nicht. Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Ja, Trini mag Sado, mag kein Sado, also ganz genau. Wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. SM ist absolut nicht meine Richtung. Absolut nicht. Aber man sieht, wir haben direkt noch ein Level-Up, Leute. Die Befestigungen nice. Des Lagers müssen halten. Wissen und Technik. Sehr schön. Sind die Zukunft der Menschheit. Wozu sollten wir uns verseuchen, wenn wir mit unseren Händen Großes schaffen können? Das sagt. Ich denke die ganze Zeit, was quatscht denn da? Da steht ein Radio. Oh Mann. Wow. So. Und wir haben ja 2 weitere Lernpunkte. Ziemlich geil. Und wir haben 21 Punkte zu verteilen, ey. Nice. So, jetzt gucken wir doch mal. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir unsere Intellekt ein bisschen hochkriegen, auch unter anderem. Allein schon für die Plasmawaffen und sowas braucht man nämlich Intellekt. Tatsächlich. Todesstrahl. 83, alter Walter, wie soll ich denn da brauche ich sogar Stärke tatsächlich. Ich glaub's ja kaum. Vollstrecker. Auch Stärke. So. Ich würde sagen, setzen wir mal auf 35. Stärke noch was hoch. Wow. 5? Echt jetzt? Wow. Oh mein Gott. Teilen wir das erstmal. Donnerschlag brauche ich 70. So, warte mal. Wir gucken mal, dass wir, ob wir mal was verbessern können hier. Ach so, warte mal. So, warte mal. Gentenschwert. Auch mal direkt rausnehmen. Der hat keinen drin. Hat auch keinen drin. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Steine mal aufwerten können. So. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Ein Tutor. Da packt man dann wieder was rein. So. Erfahrung durch Quest packen wir da mal rein. Bonus durch Wuchtschlag. Und Resistenzen packen wir auch nochmal rauf. So. Regentenschwert. Gucken wir mal, was wir da für eine Aufwertung bräuchten. 63, 63, 63. Ach du Heiliges.